Der erste Wolkenkratzer entsteht. Wir haben eine U-Bahn und Tenthügel am Meer. Am Meer ist ja Quatsch, ist ja ein Fluss, aber ist egal. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur mittlerweile 18. Episode von City Skylines, PlayStation 4 Edition, bla bla. Wir sind sozusagen vollzählig, ich habe mal wieder ein falsches Haus abgerissen. Vollzählig, auch Quatsch, volljährig wollte ich sagen. 18. Episode. Okay, ich würde ja nochmal neu anmoderieren, aber das geht nicht. Würde schon gehen, aber dann müsste ich alles nochmal neu machen, ich habe keine Lust. So, was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir hatten durch den neuen Meilenstein die Möglichkeit, dicht besiedelte Wohngebiete und dicht besiedelte Gewerbegebiete sowie Bürokomplexe zu bauen und haben dies gemacht. Und wir sehen, los geht es. Hier entsteht jetzt sozusagen die Metropole von Lakewood. Jetzt müssen wir mal gucken, und das würde mich mal interessieren, ob ich Gebiete einfach so überpinseln kann. Nee, kann ich nicht. Also müsste ich sozusagen Gebiete aufheben. Das sind ja hier diese Wohngebiete, diese kleinen, die wir hier hingezimmert hatten. Damit der Strom hierher fließt, wo wir die Möglichkeit noch nicht hatten. Um die jetzt als dicht besiedeltes Wohngebiet neu zu deklarieren. So, jetzt haben wir da eine kleine Ecke vergessen. Ist jetzt nicht der Ernst, oder? Meine Fresse. Naja, okay. Aller Anfang ist schwer. So, gucken wir mal, wie sich das jetzt dann entwickelt. Und die Frage ist, wie sich das Ganze dann auswirkt. Ne, die Nachfrage nach Wohnraum sinkt. Hier ist unsere kleine Landstraße. Hier haben wir so kleine Häuselchens. Das ist ganz nett und schön geworden. Und ganz ehrlich, hier werden wir dann auch irgendwann das mal ändern. Weil klar, hier unten haben wir am Wasser unsere schicken Häuser. Aber das Ziel ist ein anderes. Gut. Soweit, so gut. Gucken wir doch mal. Was kostet uns die Müllverbrennungsanlage? Die kostet uns nur 30.000. 30.000 haben wir bald, 10.000 fehlen da nur noch. Ein kleines Müllproblem, sage ich mal so, haben wir ja. Das Straßennetz, wir sind verbunden. Wir haben eine U-Bahn, die fährt. Ich frage mich nur, ob das als Gewerbe auch zählt, dieses Büro. Es sollte zumindest so sein. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Ne? Also, was hier aus dem Boden gestapft wird, sieht gut aus. Was ich wirklich gut finde, ist, dass wir schon lange, lange keinen Bedarf mehr an Industrie haben. Oder hatten. Und wenn wir sehen, hier hinten unsere suchen auch Mitarbeiter. Das sieht hier auch gut aus. Also es läuft. Da kann man ja nicht meckern. Und wir haben schön vorgebaut. Also wir haben hier Platz noch ohne Ende. Und weil hier ja natürlich dann nachher mehr Einwohner leben werden auf engerem Raum, macht das Polizeihauptquartier hier natürlich auch gut Sinn. Finde ich. Ne? Arbeitsplätze sind da.
Wir müssen natürlich dann auch für die nötigen intellektuellen Sorgen, Akademiker brauchen wir, denke ich mal dann. Sonst haben wir hier auch das Problem, dass wir... Ach, wir haben hier noch was anderes. Was haben wir denn hier? Achso, naja, klar. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet, das wissen wir ja. Das wissen wir doch auch. Das ist nett. Aber wohin? Wohin? Wir können ja so leicht anfangen hier. So. Mehr nicht. Entschuldigung. Einfach mal, um zu gucken, was da auch passiert. Wie gesagt, wir haben hier unsere Ringe. Gucken und es ist noch viel, viel Platz. Also der Rest hier soll auf jeden Fall Wohnraum erstmal werden und dann breiten wir uns natürlich aus. Was nach unten natürlich nicht so funktioniert. Hier hinten haben wir auch viel fruchtbares Land. Da müssen wir dann auch gucken, aber... Diese Region hier, wir wollen ja dann nachher auch ein zusammengeschlossenes Lakewood haben. Ja, zumindest ist das so mein Ziel. Wenn ihr das anders haben wollt, haut das gerne unten in die Kommentare. Also ich habe damit gar keine Bauchschmerzen, das anders zu machen. So, wir sehen unten gleich, die 30.000 sind erreicht. Wir hatten ja in der letzten Folge um die 80.000, aber... Ja, hauen wir doch mal hier hin. Dafür ist der Norden da. Jetzt ehrlich, gibt es da kein Wasser? Da gibt es echt kein Wasser. Das soll unser geringstes Problem sein. Da gibt es Wasser. Wir haben unser ganzes Geld verpulvert für eine U-Bahn. Die war mir wichtig. Erstmal. Und ich staune, dass immer noch so viel nach Gewerbe geschrien wird, aber ich habe da auch gar keine Bauchschmerzen. Wir fangen jetzt einfach an, das Ganze genau so zu machen, wie man sich das vorstellt. Wir reißen hier einfach mal das komplette Gebiet ab und hauen dafür ein dicht besiedeltes Gewerbegebiet hin. Ja, Veränderungen gehören dazu. Ja. So einfach ist das. Und hoffen jetzt wieder auf Geld. Ich staune. Also hier hinten, wie gesagt, Bürokomplexe sind ja da. Aber irgendwie scheint der Bedarf an Gewerbe nicht zu sinken. Oder weil im gleichen Atemzug einfach die Einwohnerzahl so stark steigt. Wo ich finde, so stark steigt die jetzt nicht. Im Vergleich zu früher. Naja. Größte aller Probleme bei uns, denke ich mal, ist das Geld. Und bei der Gelegenheit gucken wir doch einfach mal, was sagt denn unser Strom. Strom ist noch gut. Noch gut. Wasser ist noch passabel. So, Universität können wir jetzt bauen, müssen wir bauen. Kostet aber ein Heidengeld. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Wir brauchen eigentlich schon wieder eine neue Mülldeponie, aber wir haben eine Müllverbrennungsanlage. Müssen wir mal gucken, wie sich das dann auswirkt. Meine Güte, was ist denn hier heute los? So, die Zufriedenheit sinkt ein bisschen, verstehe ich nicht warum. Gesundheitswesen sieht super aus. Die durchschnittliche Gesundheit sinkt, verstehe ich nicht warum. Aber gut, okay. Es kommt ja hier auch noch ein Krankenhaus hin. So, Friedhof, klar. Wir haben ja Einwohner, das heißt, wir brauchen auch irgendwann einen zweiten Friedhof.
Wind interessiert nicht, Ebene interessiert nicht, Verkehr sieht hier alles tut die aus, Verschmutzung sieht hier alles gut aus, Feuersicherheit ist hier eigentlich überhaupt gar nicht gewährleistet. Stimmt, wir wollten hier das Feuerwehrhauptquartier auch noch bauen. Lärmbelästigung, Kriminalität darf hier nicht sein, kann hier nicht sein, geht auch nicht, ist richtig. So, Transport, sind sie auch alle zufrieden. Ja gut. Also im Großen und Ganzen so die wichtigen Sachen sind erfüllt. Und es sieht doch eigentlich ganz schick aus. Was jetzt fehlt, sind so die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten wie Bildung, Schule etc. pp. Also eigentlich, was uns fehlt, ist Geld. Geld ist das große Problem. Geld, Geld, Geld. Also, macht was hier. Tut das, was ihr am besten könnt und wirtschaftet. Und dann ab und an freut man sich und geht hier auf den Reiterhof und sagt, ach, ist das alles schön. So, was interessieren mich die Probleme der anderen? Ne, oder so. Lässt sich doch leben. Ne, obwohl. Wenn sich das hier füllt, sieht es nachher auch richtig geil aus. Das sage ich dir. So. Okay, wir sehen was anderes, was uns gefällt. Und zwar Industrie wird gebraucht. Und wenn Industrie gebraucht wird, wollen wir der doch die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Und hier in der Nähe auch für Industrie zu sorgen. Jetzt stellt sich nur natürlich wieder die Frage, wenn wir hier jetzt so einfach anfangen. Da ist das Windkraftrad. Wir müssen eine Stromleitung zimmern. Bis wohin habe ich denn den Hügel hier? Den können wir ja noch ein bisschen ausbauen. Können wir ja mit dem Windkraftrad hier so. So. Das ist Kent Hügel. Und hier entstehen dann so die kleinen müssen wir mal gucken, was sie daraus basteln. Ja. Sind wir mal gespannt. So, Wohnraum wird verlangt. Wir haben doch die Möglichkeit, genug Wohnraum der Bevölkerung zu geben. Bauen wir doch den inneren Ring einmal voll. So, wir haben wieder 14.000. Was kostete die Universität? Weil die wird jetzt auch verlangt. Die wird teuer sein. 75.000. Hm. Konnte ich mich dran erinnern. 60.000 für die Feuerwehr. Wir brauchen... vorher brauchen wir die Feuerwehr. Die ist viel wichtiger. Wir brauchen die Feuerwehr, wir brauchen das Krankenhaus. Das sind immer so die Sachen. Das sind 120.000, ne? Hier. 65 sogar. 65 und
60 sind 125.000. Die sind wichtig. Da müssen wir hinarbeiten, weil wir bauen jetzt hier eine Metropole und die braucht genau dieses Zeug. Ja, und alle anderen Bedürfnisse, die sich jetzt dann entwickeln, bin ich der Meinung, verbessern wir in unserer sozusagen alten Lakewood City. Und gucken mal. Ja, Industrie. Wasser. Wenn ich da dieses Wasserkraftwerk sehe, hat Kentügel gar kein Wasser. So. Und jetzt hat Kentügel Wasser. Ja, da brennt es auf der Landstraße. Sehr gut. Oder eben auch nicht. Okay, gehen wir hier rein und verbessern hier ein wenig unsere Stadt und gucken uns das Ganze doch mal an. Wir haben um den Kreisverkehr herum Gewerbegebiet gebaut. Jetzt ab und sagen nö. So, und im gleichen Atemzug haben wir hier hinten Wohngebiet. So. Ah, hier haben wir unsere ruhige Ecke, die wollen wir auch so lassen. So, das hier ist auch noch Gewerbegebiet. Machen wir Pause. Okay, ich verbessere das jetzt hier ein bisschen und ihr seht es wie immer im Zeitraffer. Damit sind wir wieder zurück. Und dann gucken wir das Ganze mal, wie sich das jetzt hier entwickelt. Und dann gucken wir... Ah ja, ihr wisst, was ich meine. Klar, logisch, anfangs sind jetzt ein paar Bewohner ein bisschen sauer. Verlassen die Stadt. Ich meine, ich habe deren Wohnraum abgerissen. Ja. Ja, kann der Bürgermeister nicht machen. Doch, kann er. Also zumindest hier bei City Skylines. Und wir sehen, hier entstehen die neuen Freiflächen. Die ganzen Gebiete, wie ihr vielleicht gesehen habt, sind zugeordnet. Und ich hoffe, dass das jetzt gut aussieht. Ich wäre hier beinahe zu weit nach rechts gegangen. Da habe ich dann rechtzeitig noch gesehen, das ist ja hier unsere, sag ich mal, ruhige Ecke, die wir behalten wollten. Und da habe ich dann auch noch gebremst. Da lasse ich hier die kleinen...
Häuser auf jeden Fall auch so bestehen, wie sie jetzt hier sind. Das soll so bleiben, auch hier mit, wo es denn hier nach draußen geht. Richtung Metropole. Jetzt haben wir hier zum Beispiel brennt es, ja. Wie gesagt, wir brauchen das Geld. Krankenhaus, Feuerwehr. Da fehlt noch einiges. Aber das kriegt die Lakewood-Feuerwehr natürlich hin. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Und wir sehen, hier entsteht doch schon wieder alles neu. Ne, genauso haben wir hier unten. Ich habe auch dieses Stromnetz hier dann vom Netz genommen, haha. Und diese drei Kraftwerke sozusagen, dieses eine Windkraftwerk und die zwei Wasserwindkraftwerke, oder wie sich die schimpfen, diese Turbinen, sind für Imperial Höhen jetzt da. Wir versorgen Imperial Höhen mit Strom. Somit sind die unabhängig. Und klar, der Angelsteg braucht Strom, deswegen gibt es hier noch die Trasser und das war's. Ansonsten läuft alles andere stromtechnisch aus dem Norden vom Apfelhainhügel. Und hier sieht das doch auch ordentlich aus, so wie wir uns das vorstellen. In der Hoffnung, dass uns hier in der Ölindustrie-Ecke nicht noch alles um die Ohren fliegt und abbrennt. Ja, ja, ein neues Grundstück steht bereit. Aber da kommt ja schon die Feuerwehr angerauscht. Wir können der doch folgen. Zack, zack. Die Kavallerie ist unterwegs. Plastikperfektion. Da soll es hingehen. Springfield ist übrigens Besitzer vom Öl-LKW. Ach, wir sind hier auf dem Öl-LKW. Verdammt, wir sind gar nicht bei der Feuerwehr. Egal. Die fahren da aber auch hin. Das sehe ich. Ja, jetzt ist da doch was abgefackelt oder so. Oder da muss auf jeden Fall was abgerissen werden. Im Apfelhainhügel. Aber ist ja egal. Wir sehen, die Feuerwehr kommt an. Und ich hoffe, dass die den Brand jetzt auch noch, bevor das Gebäude komplett niederbrennt, hinkriegen. Und wir müssen hier doch was abreißen. Ja, ich sag aber so, shit happens. Wir müssen irgendwo bestimmt auch wieder eine ekelhafte, hässliche Mülldeponie hinzimmern, die einfach mal in der Nähe ist. Das sieht eigentlich so schön hier unten aus. Ich möchte das gar nicht so verschanden mit Mülldeponien, aber das geht nicht anders. Müll fällt an und die Bewohner wollen den loswerden. Das ist halt so. Was kostet so eine Mülldeponie eigentlich? 4.000. Wenn wir die hier so hinsetzen, hier draußen. Wäre auf jeden Fall für die Kleinen da oben nicht so verkehrt. Tja, was will man machen, ne? Muss. Es muss. Okay. Warum funktioniert es mit der Müllverbrennungsanlage nicht so? Wollen wir mal gucken hier. Müllverbrennungsanlage. Die Müllverbrennung sammelt und verbrennt zur Stromerzeugung. Oh, die erzeugt auch Strom. Das ist auch schön. Natürlich nicht viel, aber ein bisschen. Im Normalbetrieb hat Müll da
Ja. Es ist halt die Frage, ob wir zu viel Müll produzieren. Keine Ahnung. Wir gucken uns das an. Wir gucken uns das an. Ah, was ist mit unserem Müllabfuhr los? Überall türmt sich der Müll auf und Fliegen sind überall. Genau, das hat der Herr Arbeit auch schon erkannt. Danke für diesen Hinweis. Nicht weiter dramatisch. Ich kümmere mich gerade drum. Eine neue Mülldeponie wurde schon errichtet. Und rein theoretisch sollte das Auto auch ohne Probleme hinfahren können. Genau. Wir haben die Straße gebaut. Es ist alles gut. Ja, und so viel Müll ist ja nun jetzt hier nicht. So, wir sehen, wir haben immer noch sehr viel Freifläche in der Stadt. Und der Bedarf ist gestillt. Also das hat auch schon mal sehr gut funktioniert. Na, hier hinten entsteht unser Industriegebiet von Kentügel, also unsere neue Landwirtschaft. Wir wissen, wir brauchen eine Universität. Wir wissen, wir brauchen eine Feuerwehr. Wir wissen, wir brauchen ein Krankenhaus. Wir wissen, was wir alles brauchen. Wir wissen, was wir auch brauchen. Wir brauchen Geld. Und wir wissen, wir haben die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen. Wollen wir das? Wollen wir das wirklich? Na. Wir haben Zeit. So sehe ich das jedenfalls. Und was wir auch jetzt sehen und was mich wirklich freut, ist die Tatsache, dass so alle unbesetzten Arbeitsplätze weg sind. Also, es schreit hier keiner mehr nach Arbeitnehmern. Das hat sich doch gut entwickelt. So generell hat sich das gut entwickelt, wenn wir mal so gucken. Ich meine, hier ist kein Fehler weiter. Ja, das Einzige ist halt, dass wir nur 2611 Dollar die Woche anscheinend machen. Das finde ich ein bisschen wenig. Aber gut, wir haben auch viel abgerissen. Da müssen wir dann auch gucken. Ja. Gut, jetzt habe ich viel erzählt, viel gequatscht, wenig gemacht. Das liegt auch zum Teil an der großen Vorbereitung und daran, dass wir ja ein bisschen sparen wollen. Und dementsprechend würde ich sagen, spule ich jetzt nach vorne, sowohl im Video wie auch hier. Sind wir wieder zurück und wir konnten natürlich schön sehen, wie sich Kentügel entwickelt hat. Und wären wir jetzt auf die letzten 4.000 oder nicht mal mehr 3.500 Dollar warten, sehen wir, dass Industrie unten ja immer noch verlangt wird. Deswegen zimmern wir das hier auch noch ein bisschen schöner, ein bisschen größer. Und da ärgere ich mich jetzt hier, das möchte ich nicht. Noch kurz Pause. Ja, so. Und was hat uns natürlich die ganze Zeit auch geärgert, das ist dieses Pochen. Wir haben noch zwei Häuser gepocht. Ist das jetzt echt so, dass ein Haus, was abgerissen werden soll, sich von alleine? Es waren doch hier eben gerade die ganze Zeit, in diesem Zeitraffer haben doch hier zwei Häuser gepocht. Und da hinten ist auf jeden Fall
eine Müllabfuhr? Also wir gucken mal ganz kurz. Also klar, es fehlt Bildung. Das wissen wir, die Universität. Aber wie gesagt, mir ist erstmal die Sicherheit der Bevölkerung wichtiger. So, wir machen mal die Zeit wieder. Ist das Ding echt voll? 100% voll. Oh Mann, ey. Ja, dann werden wir das Ding mal entleeren. Ich frag mich, ob die den Müll holen von der Mülldeponie oder ob die den Müll holen von den Haushalten. Weil wenn ich sehe, Müllreserven, es ist ja auch schon fast über die Hälfte wieder voll. Das braucht Strom. Müllverbrennungsanlagen. Das sind auch so schweineteuer, die Dinger. Also Müll wird ein großes Problem. Klar, bei großer Bevölkerung, wir sind jetzt schon bei 9000. Gut, ich reiße jetzt auf jeden Fall dieses andere Haus hier ab. Gut, wieder mal das Falsche erwischt, wie es aussieht. Macht ja nichts. Wie gesagt, hier unten, das gefällt mir sehr gut. Wir haben jetzt die 60.000 erreicht und das war, glaube ich, das mit dem 65.000. Gut, warten wir auf die 65 und gehen dann lieber in die Gesundheit oder das bringt ja nichts, wenn alle verbrennen. Ne? Wir kommen mit dem Feuerwehrhaus um die Ecke. Ne, da müsste denn hier ein bisschen was für Weichen. Hier hinten ist noch nicht gebaut, so wirklich. Müsste aber auch so viel für Weichen. Das ist eigentlich immer schade. Hier sieht er super aus. Genau auf die Ecke, an die Kreuzung. Und das freut natürlich auch die Bevölkerung. Wieder ungemein. Und wir haben ein Feuerwehrhaus. Okay, so, irgendwie kam mir das gerade so vor, als würde ich hier in eine totale, was weiß ich, Lethargie verfallen oder sowas. Wir sehen unten, Wohnraum wird verlangt, schon wieder. Und das, obwohl wir hier ordentlich an Wohnraum bereitgestellt haben. Das freut uns natürlich sehr. Wir wollen ja, dass unsere Stadt wächst und gedeiht. Wir haben hier unser Polizeihauptquartier. Wir haben hier unsere Feuerwehrwache. Und jetzt haben wir hier auch dann, wenn wir die nächsten 65.000 haben, auch unser Krankenhaus. Das werden wir hier auch irgendwo hinsetzen. So, und wir sehen unten Gewerbegebiet, also werde ich hier hinten nochmal das Gewerbegebiet auch ein wenig vergrößern, da haben wir das ja hier schon einmal gemacht, das machen wir jetzt auch gleich nochmal, auch mit dem Wissen, dass das Ganze auch mehr gebildete Arbeitskräfte fordert, aber wie gesagt, erst die Sicherheit der Bürger, weiß ich mal, mit Burger möchte, und dann. Gut, gleiches Spielchen. Ich spule vor. Und wir sehen uns dann. Also ihr seht die ganze Zeit, aber hören tut er mich dann wieder, wenn es soweit ist. Gut, da bin ich wieder. Also ich glaube, es dauert ewig hier mit unserem nächsten... Oh. Wir hätten mal gucken sollen, was sonst so ist. Und zwar, jetzt hat sich das Problem hier auch gerade wieder von selbst gelöst, aber wir hatten da jetzt schon das Müllproblem, deswegen sehe ich jetzt erstmal auch als nächstes diese Straße hier fertig zu bauen. Was hatten wir denn hier für eine Straße? Wir haben hier eine sechsspurige, also das ist auch noch die teure gewesen mit den Bäumen, ne?
Wenn ich jetzt überlege, was die bestimmt kostet. Ja, und sehen jetzt halt eben, jetzt ist erstmal diese Strecke auch wieder miteinander verbunden und das ist gar nicht mehr so verkehrt für diese Mülldeponie, die wir hier haben. Aber wir sehen auch unten, unser Geld ist auch wieder weg. Dann sehen wir im gleichen Atemzug, was wir unten auch noch haben. Das hätte ich jetzt auch nebenbei machen können. Industriegebiet ist jetzt hier gerade der Totalrenner. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall gleich mal wieder lospinseln. Und was wir auch sehen, ist, dass unsere Zeit auch rum ist. Und ich die Episode schon wieder beenden muss. Also ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich bin ein wenig, ja auch, muss ich sagen, so leicht... Na, überfordert ist vielleicht das falsche Wort, das würde ich gar nicht sagen. Ich bin nicht überfordert, ich bin erstaunt, was es alles so gibt. Auch nicht richtig. Also ich weiß ja, was es alles gibt und ich freue mich darüber, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Und ich freue mich auch, wie sich das hier entwickelt. Ich hätte gedacht, es geht ein bisschen fixer, auch weil wir so viel vorgearbeitet haben. Ich bin ein bisschen erstaunt, was wir jetzt hier hinten alles an... Ich habe mal wieder das falsche Haus erwischt. Es ist halt eben so, klar, die Stadt wird größer, wir brauchen viel Geld. Das war klar, überall an jeglichen Ecken gibt es Baustellen. Ob jetzt nun hier die Häuser, die abgerissen werden müssen, oder sei es die Müllabfuhr. Und alles kostet halt eben Geld und... ja, Bildung ist ein großes Problem. Was ist hier im Park los? Sag mal, ist hier einer gestorben oder was? Was bedeutet das? Ein Verstorbener muss transportiert werden. Es ist wirklich einer hier im Park gestorben. Ja, schön. Oder halt eben auch nicht schön. Kann der nicht da sterben, wo andere auch sterben? Oder wurde er gar ermordet? Tja, hier müssen wir auch immer noch entleeren. Die ist noch zu 87% voll. Das Ding ist auch gleich voll. Hier hinten scheint wenigstens alles so weit zu funktionieren. Gut, hier unten haben wir ein Müllproblem. Da hinten hatten wir kurzzeitig ein Müllproblem. Wir haben aber die Straße miteinander verbunden. Ja, von oben. Sieht unsere Stadt Lakewood so mittlerweile aus. Lakewood wird immer größer, wächst und gedeiht, so wie sich das Herr Arbeit vorstellt. Das war es jetzt von der Episode 18. Ich hoffe, wir sehen uns in der 19 wieder. Wie gesagt, wie immer, haut in die Kommentare, wenn euch was einfällt, wenn euch was stört oder sonst was. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Barin Arbeit sagt Tschüss, auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Glückwunsch, du hast es anscheinend bis zum Ende dieses Videos geschafft. Jetzt hast du die Ehre, hier links unten ganz schmerz- und kostenfrei ein Abo dazulassen. Auf der rechten Seite geht zur Rainer Raffnicks Band, da mache ich mit dem Rehler und dem Fort, sagen wir, nennen wir es mal, es ist Musik. Kannst du ja mal vorbeischauen und hier in der Mitte siehst du, falls du es noch nicht gesehen hast, das letzte Video. Ich bedanke mich, dein Barin Arbeit.